So, da sind wir wieder mit FIFA 13. Jetzt gegen Kräuters Fürth. Ich habe die Mannschaft ein bisschen umgebaut. Das werdet ihr gleich sehen. Jedenfalls, die Spieler müssen für Chelsea auf jeden Fall wieder fit sein. Ja. Da seht ihr meine Aufstellung. Ich habe auch Weidenfeller rausgenommen. Ja, man hat mich auch ein bisschen Energie verloren, deswegen sollen die sich jetzt alle mal ausruhen. Das ist nämlich kein wichtiges Spiel. Aber ich sollte das wirklich nicht unterschätzen. Das habt ihr ja gesehen, gegen Freiburg. Ich habe unterschätzt. Hab gedacht, ich kann mit denen spielen und dann habe ich verloren. Aber ich lag es auch daran, dass ich mal weniger hatte. Manni, das hier ist eine Festung, in die die Gäste nur äußerst ungern kommen, weil man eigentlich wieder gute Tore schon abschicken kann. So kann man auch Auswärtsspiele ohne Druck angehen. Wenn man in der Fremde ein paar Punkte stehlen kann, umso besser. Es regnet. Muss vorsichtig sein, gegen was führt. Ich weiß, sie sind sehr weit unten. Ich glaube, das ist sogar der letzte Platz. Ja, müsste letzter sein. Ich meine, die werden letzter. Und ja, Freiburg war 14. Auch sehr weit unten. Und ich habe ihn nie verloren. Ja, so schnell kann das gehen. Nein, noch nicht da lang. Oh Gott. Nee, ja so, scheiße. Aha, scheiße angenommen. Und jetzt versuchen Sie. Schuss! Tor! Duck! Glaube, dass die Mannschaft das schafft. Keiner meiner Top-Spieler ist irgendwie draußen am Feld und trotzdem. Naja. Hier wird sich auch zeigen, wen ich verkaufen werde. Ich werde mir gleich ausnahmsweise auch mal die Werte angucken. Die nicht schlecht ist, die werden wirklich verkauft. Weil ich auch der Jugendliche ja einnehmen werde. Vielleicht ein bisschen besser sind. Also ich bin mal gespannt. Nochmal? Ja, der war schon mal ziemlich schlecht. Grün. Grün im Tor. Das Tor ist aber nicht grün. Es ist doch weiß oder grau. Ah, Hoffmann lässt sich gleich den Ball abnehmen. Ah, Löwe schmeißt sich hin. Aber nichts gebracht. Naja, haben wir gut hingekriegt. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Naja. Die Mannschaft muss auch noch was lernen. Ui! Boah, Alter! Das war knapp. Ich glaube, der Torwart hätte den nicht gehalten. Leid. Oh, er ist na. Oh, sehr wenig Ausdauer. Noch sehr lange. Für den Flankenball. Tja, Buschi, was kriegen wir heute von ihm zu sehen? Und genau das macht einen zentralen Stürmer aus. Den Ball annehmen, behaupten und dann sehen, wen kann ich bedienen. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Und na, schade. Naja, er ist relativ gut, der Spieler. Bitterport. Ich kann die ganzen Namen überhaupt nicht aussprechen. Kirch.
Geht er so oft in die Kirche? Herrisch, und wie hat er ihn genannt? Boah, gut, den Mann hat noch behauptet. Und? Nee. Na, Ecke. Hornschuh. Schade. Oh, super. Bitte gönn. Bitte gönn. Wie wird das G ausgesprochen? Keine Ahnung. Und? Ach, schade. Nee. Er versucht den Ball anzugreifen. Hinder. Torwartfehler! Das war ein Torwartfehler. Asamoah. Macht ihn rein. Er steht da sehr schön. Er steht aber auch ziemlich falsch. Also das ist ja überhaupt kein Stellungsspiel. Völlig falsch berechnet. Also das ist gar nichts. Und das schlechter Torwart, okay. Also noch eine Aktion und ja, muss den neuen Verein suchen, ne? Ach, so eine Chance kriegt man nicht alle Tage. Chancen kriegt man so oft, wie ein armer Mensch Geld hat. Oh, guter Schuss. Ach. Nee. Gute Chance war es nicht wirklich. Das kann er auch machen. Ein ganz starker Einsatz. Nee. Lecker, ne? Ja. Bisschen. Ach, komm. Bis zur Halbzeit muss er jetzt mal... Nee. Ich muss mal eben Pause machen. So, ich hoffe, es geht mir. Nee. Eigentlich sollte das eine schöne Flanke werden. Naja, eigentlich ist eigentlich. Schon wieder los. Das geht schon wieder los. Ach nö, ey. Naja. Muss ich jetzt hier einen Cut machen? Müssen nicht so rumspinnen. Ich mach mal zur Halbzeit einen Cut, aber ich will erstmal zusammenschneiden. So. Ja, ich konnte mich gerade nicht konzentrieren. Klaus. Wir machen das so. Von, oh man, was ist denn das? Das ist ein scheiß Legs jetzt. Die ganze Zeit nicht. Da ist Halbzeit. Kann sich auch ein bisschen beruhigen. So, ich weiß, warum es gelaggt hat. Stream hat ein bisschen gebraucht, mir eine Nachricht zu schicken. Deswegen hat es, glaube ich, gelaggt. Jetzt die seltsamerweise wieder weg. Boah, Alter, er wäre fast durchgekommen, ey. Er wäre fast durchgekommen. Jetzt bin ich gerade richtig schlecht. Oh, komm. Ja, ey, warum von mir? Ach nee. Ich dachte schon, ey. Hallo, Schiri! Schiri! Und... Boah, scheiße. Kannst du einmal eine gelbe Karte geben? Ecke.
Oh. Es gibt einen Eckball, das kann was werden. Ich hoffe, da wird ein Tor. Ich will mich nicht unbedingt verlieren. Also, das habe ich nicht vor. Nein, nicht zu dem! Warum zu dem? Da war noch ein anderer. Jetzt kommt der Gott, schnelle ey. Angriff-Aufbau. Perisic. Da freut sich der Trainer. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Och, scheiße, ich hätte ihn austricksen müssen und dann schießen. Und dass da noch ein Abwehrspieler dazwischen war. Hey! Hat der Schiedsrichter hat auch eine Brille, ne? Hat mal zu viel Mann gehen. Die Fans, sie freuen sich über Welche diese unnötige sensationelle Werbung, ey. Reaktion. Und da greift schnell der Gegner hin an. Perisic. Geht nicht zu viel Mann, ne? Nö, Spaß. Wie Gau hingeht. Mein Schiedsrichter sollte wirklich sich mal eine Brille holen, ey. Ja, ist die Chance jetzt! Macht den! Er macht ihn. Das ist natürlich ein Pluspunkt jetzt. Ich habe ihn ja eigentlich auf der Transfersliste getan. Aber ich bin gespannt, ob er bleibt. Das ist eine enge Kiste heute. Ausgleich. 2-2. Also wir müssen gewinnen. Sonst ist es echt peinlich. Ey, es ist echt peinlich, wenn ich jetzt hier verliere. Eigentlich konnte das führt. Noch. Und so bereinigt man eine solche Situation. Hier ganz langsam durchkommen. Such die Lücke. Naja. Er hat mich ja wieder jemand umgerempelt. Knall da immer zusammen. Nee, das gibt es dann nicht. Ach. Nee. Und? Hol dir doch. Hin da. Ah, sorry, aber... Vorteil. Ja, danke für den Ball. Ball im Aus, den kannst du mir natürlich auch geben, ne? Der Trainer signalisiert, ich will auswechseln. Hier steht dann schon einer parat. Ja, so kann ich auch vorankommen. Nee, er geht nicht rein, das ist scheiße, Mann. Er geht einfach nicht rein. Und? Ja. 75. Minute immer noch 2-2. Man muss auch bedenken, es sind nicht die Top-Spieler, die hier spielen. Also wenn wir verlieren oder wenn wir unentschieden spielen, ist das in Ordnung. Also, ja. Alle Spiele sind auch nicht gut von Dortmund. Ja, nach dem Spiel im Eimer. Heißt nicht allzu viel geschenkt. Hast du mal auf die Ausstellung geguckt? Von Dortmund? Verarschen? Naja. Wer schon Freistoß gibt, dann auch zu unseren Gunsten. Dann wechsle ich mich mal aus, weil ich bin in allem Eimer. Ich will mal... Kann man irgendwie eine Bewertung sehen? Aber nee, ich wechsle nicht aus. Kann ich ja... Ob ich sehen wir
oder? Der geht ins Niemandsland. Er lässt das Spiel weiterlaufen. Vorteil. Absolut richtige Entscheidung. Wir müssen was tun, wenn wir noch ein... Haarschen, ernsthaft. Das war die einzige Chance, die er hatte. Was für ein cleverer Pass. Zweikampf auf die alte Art, die Grätsche. Ja, wir brauchen noch mindestens einen Versuch. Oh je, wie wichtig war das. Da hätte einiges draus entstehen können. Stark gemacht. Komm, komm, hasse! Mann! Na ja, wir haben unentschieden gespielt. Ich denke mal, es geht in Ordnung. Oder kriegen wir noch eine Chance? Ne, diesmal ist denn... Was? Für sowas gibt es aber Geld, ne? Will ich aber nochmal ansehen. Hat mich denn überhaupt berührt? Hat mich denn überhaupt berührt, mal ganz ehrlich? Was soll ich denn da machen? Ganz ehrlich. Der bewegt sich einfach nicht. Ist egal, was ich drücke. Ob ich A, B, Y oder was auch immer drücke. Ich nehme den Controller. Naja, egal. Das war auf jeden Fall schlecht zum Schluss. Ich wollte da ja gar nicht. Naja. Spiel des Tages. Also Güte gehen, wie immer ausgesprochen wird, bleibt. Der Duksch bleibt auch. Ja, der Kirsch, der wird gehen. Honcho auch. Bender bleibt, Löwe bleibt. Ja, der Torwart. Der hat natürlich ziemlich gute Fehler gemacht. Gucken. Ja. Ne, Langerak geht. Tut mir leid. Backloch. Das kann auch gehen. Alle Spiele, die gehen werden. Tut mir leid für die, aber es war für die. Naja. Müssen sich einen neuen Verein suchen. So. Geht nicht irgendwie so, dass sie dann die besten Spieler im Verein wechselt. Ja, ich glaube, wir sind mit alle guten Spieler drin, bis auf Reus. Götze, Hindern, Was Kehl? Nee, Kehl muss auch rein. Tut mir leid. Ja. Götze ist jetzt Captain. Na gut. Der muss auch rein. Ist noch auf der Position jetzt. Ich check, naja. Ja. Okay, aber das Spiel wirst du nicht spielen. Egal, wie wichtig es dir ist, hat zu spielen. Oh, Schalke ist natürlich sehr schlecht. Die sind letzter, wir werden momentan raus. Naja. Ich mache hier einen kleinen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dahin. Tschüss. Und ich tue ein bisschen die Spieler aussortieren.